Hallo, liebe Leute, da bin ich wieder zurück zu Rusty Lake Roots. Und wie ihr seht, habe ich hier so ein bisschen rumgeklickert, bis ich es dann final hinbekommen habe. Es war tatsächlich gar nicht so schwer. Ich habe einfach nur diesen easy Weg links, rechts, links, rechts, links, rechts immer wieder übersehen, sodass wir jetzt nur noch einmal hier hüpfen müssen und einmal hier. Und dann haben wir es ja eigentlich geschafft. Gut. Die darf ich jetzt haben? Darf ich die Steine auch irgendwie haben oder so? Nee. Darf ich nicht. So, die Grille muss 3 nach rechts, der Käfer 2 nach oben. Nochmal so. 1, 2, 3. Nochmal so. Der Käfer. Eins, zwei nach oben. Haben wir schon wieder vergessen, was als nächstes ist? Frosch zwei nach rechts, Käfer eins, Grille drei. Mit. Frosch zwei nach rechts. Käfer eins. Und Grille eins, zwei, drei. Was? Eins, zwei, drei. Muss ich den noch hier hinlegen, vielleicht? Okay. Lass es uns nochmal machen. Vom Stein aus soll der Frosch erstmal hier 3, 3 und 3. Ne? Probieren wir mal. Der Frosch setzt sich auf den Stein. 1, 2, 3. Die Stelle markieren wir. Jetzt sollst du 1, 2, 3 Stelle markieren wir. Mal beiseite. 1, 2, 3 markieren. Und wieder gucken. 2, 3, 1. Zwei, eins, zwei, drei. Eins. Und drei mit der Grille. Ich habe drei gemacht, ne? Scheiße. Also müsste ungefähr hier liegen, ne? Oh Gott. Oh, trotz Raten haben wir es geschafft. Sehr schön. Ah, okay, die Taschenuhr. Müssen wir ihm bestimmt geben. Okay, dann haben wir schon zwei Taschenuhren. Hier ist nichts. Okay, dann haben wir anscheinend den Samuel. Ja, ich kann ja nichts weiter klicken. Den Samuel abgeschlossen. Mit seiner ganzen Familiengeschichte, mit Ida, Leonard und so weiter. Dann gehen wir doch mal zu Albert. 85 Masken. Okay, hier braucht man einen Code mit einem Schmetterling. Zwei Schlüssel. Nichts auf dem Tisch. Er hat was in den Händen.
Aber das kann ich. Er will den Schmetterling. Kann ich gerade nicht haben. Okay. Hier können wir vielleicht irgendwie einen Schmetterling wieder anlocken oder sowas. Ich lasse es erstmal offen. Weil darüber schieben kann ich nicht. Gut, was haben wir hier? Symbole, die ich auf irgendwas drehen kann. Eine Gießkanne. Mhm. Ich kann hier nichts reingießen. Kann im Moment auch nichts schieben oder so. Kann er die schon mal aufsetzen? Ja, aber dann kriege ich immer noch nicht das. Es regnet draußen. Kann ich die Kanne füllen? Okay. Zumachen kann ich sie nicht. Nee. Gut. Jetzt gießen. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Aber jetzt sich nichts verändert. Gut. Dann schauen wir mal das Fernrohr, denke ich. Doch nicht, die Maske. Okay, dann sehen wir vielleicht eine andere Perspektive durch eine andere Maske. Hier ist alles gleich erstmal noch. Schnee. Okay. Kann aber noch nicht haben, was er in der Hand trägt. Gut, dann nehmen wir jetzt das Fernrohr und gucken mal. Es ist alles voller Schnee. Und aktuell gibt es nichts zu sehen. So, dann schauen wir jetzt nochmal. Okay. Habe ich jetzt auch nicht wirklich was gesehen? Hier steht jemand. Ein U und ein Dreieck, was nach links zeigt. Dann haben wir aber in den anderen Zeiten irgendwas übersehen, oder? Lass uns noch mal gucken. Nee. Kann ich das hier eigentlich auch einsetzen? Nee, okay. War hier was im Wald unten? Sieht so ein bisschen schnörkelig aus, aber ich glaube, das gehört dazu. Okay. Nee, das war die alte, ne? Nochmal die. Sind wir auch deutlich näher dran, ne? Ah, hier. Okay. Dreieck rechts und Pin. Hier rum war der Pin andersrum, ne? Ein U und der Punkt war rechts.
War der Pin doch nicht so? Pin war doch richtig rum, okay. Ew. Die sieht nicht so gut aus, die Maske. Aber wir probieren's. Oh, der Mond. Auch nochmal mit ihr. Ei. Zwei. Alles vor fünf. Zwei. Drei. Eins. Fünf, zwei, drei, eins. Okay, wir haben den Schmetterling. Oh nein. Ach, das ist ein Messer, was er die ganze Zeit hält. Ich dachte, hier unten guckt sein Hemd durch, wisst ihr? Und er hält irgendwas anderes. Okay, ich wusste nicht, dass ein Schmetterling so viel Blut hat. Aber es macht ihn glücklich. Okay, Albert. '1896, das Lügenspiel. Okay, wir schauen uns erstmal um. Können wir? Okay. Die ist schon tot. Zu dem Zeitpunkt. Wir haben hier keinen Code. Ein Schlüssel. Tarotkarte. Wie sehe ich Metal, Leute? Okay. Hätten wir erst Albert gespielt, hätten wir das beim Hochzeitsfoto gewusst, wie alle aussehen, ne? Vielleicht war das sogar so gedacht, dass man das irgendwie andersrum spielt. Samuel, Emma und Albert. Ah, deswegen hat er den Schmetterling getötet, weil Emma den hatte? Kann es sein? Okay, hier ist erstmal nix. Wo haben wir denn hier was mit einem Schlüssel? Ah, hier, das Fenster. Okay. Fenster aufmachen kann ich aber nicht. Fangen wir mal bei ihr an. The Locker Code ends with 94. Es ist Sommer. Eine Karte ist oben in der linken Ecke versteckt. Okay, 94 und es ist Sommer. Okay. Was ist hier? The High Priestess always tells the truth. Muss ich die irgendwie hinlegen? Kriegt dann bestimmt jeder eine Karte zugeordnet. Look outside, the devil always lies. Er lügt nur einmal. Und die Empress. Okay, wir gucken weiter. A key is hidden under the newspaper. Gucke ich gleich mal oder habe ich den schon? The devil has my photo in his pocket. Locker code ends with 46. The key is hidden under the newspaper. Im Fenster war eine, ne?
Okay, sie lügt mindestens einmal. Das wissen wir nicht. Locker Code ends mit 4-6. Die Oma hat gesagt 9-4. My sister died. Das ist richtig. Locker Code mit 3-7. Oh, 3-7, ne? Hinter der rechten unteren Ecke vom Gemälde ist ein Schlüssel, ist auch richtig. Hier wird alles richtig sein, ne? Wir machen mal 3-7. Drei, sieben, vier, sechs. Ist falsch. Deine Zahl ist nämlich richtig, ne? 9-4. Okay, du hast überall die Wahrheit gesagt, richtig? Deine Schwester ist tot? Das ist richtig und das. Okay, dann gucken wir nochmal. Nee, warte mal, geh mal weg kurz. The High Priestess always tells the truth. Du bist die High Priestess. So. Gib die mal her hier. So. The devil always lies. Bis jetzt hast du doch immer gelogen, ne? War falsch. Das wissen wir nicht ganz. Und das war falsch. Gibt's jemanden, der zweimal lügt? Tells the truth only once. Sie könnte auch die Empress sein. Wir brauchen jemanden, der nur einmal gelogen hat. Warst du das? Da war eine Karte, ist richtig. Das ist auch richtig. Und es ist aber nicht Sommer, es ist Winter. Richtig? Ja. Also lügt die Mutter nur einmal? Und damit bist du das hier. Ich denke, du bist der Devil. Aber warum solltest du denn ein Foto von ihr in deinem Portemonnaie haben? Hast du. Wow. I don't love either. Deshalb, wow. Deshalb also, my brother is not married. Doch ist er. Rechts vom Gemälde ist eine Karte versteckt. Okay. Dann bist du der Teufel, wie wir es uns schon dachten. Und du bist die Empress, weil du hast mit dem Foto die Wahrheit gesagt. Und jetzt schau hinaus. Ah. Okay. Ich meine, es ist ja jetzt auch kein riesengroßer Spoiler, dass Albert der unverstandene Böse eigentlich in dieser Story bis jetzt ist, ne? Einfach nur missgünstig groß geworden, sag ich mal. Missgünstig ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort, was ich meinte, sondern mit ungünstigen Umständen immer wieder. Dass er den Schmetterling haben wollte, aber seine Schwester hatte ihn, dass er anscheinend irgendwie eifersüchtig auf den Sohn von der Schwester war. Vielleicht auch wegen dem, was sie besaß und was er besitzen wollte.
dann, dass er Ida liebt, aber sein Bruder kann sie haben. Liebe Leute, lasst uns erstmal ein Stück vom Baum wieder wachsen. Aber bevor wir weitermachen, weil wir schon bei 20 Minuten sind, lasst uns eine kleine Aufnahmepause machen. Ich finde das Spiel bis jetzt tatsächlich mit am spannendsten, weil wir die ganze Geschichte der Familie somit kennenlernen. Ich glaube, man hätte es Etage für Etage versuchen sollen, irgendwie zu machen. Aber wenn man hier mal sieht, die Etagen sind ja nicht so gleichmäßig angeordnet. Wisst ihr, es ist ähnlich von der Höhe her, aber nicht richtig. Ich weiß nicht, ob sie wirklich darauf geachtet haben, dass die Jahreszahlen wirklich, dass das hier beispielsweise ein Jahr weiter ist als das hier, weil es ein Stückchen höher hängt oder so. Hängt es überhaupt ein Stückchen höher? Wartet mal. Ne, das hängt tatsächlich auf derselben Höhe. Aber hier, das hier, guckt ihr da, was ich meine? Das hängt hier zwischen denen. Ob die wirklich darauf geachtet haben, dass das hier ein Jahr weiter und zwei Jahre weiter ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und nicht, dass sie zufällig irgendwie hängen. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir sind ja jetzt schon sehr weit gekommen. Wir haben den Zusammenhang meiner Meinung nach trotzdem recht gut verstanden. Und ich schlage vor, wir machen in der nächsten Episode einfach weiter. Also bis dann. Tschüss.